Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ja, wir machen hier weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir haben ja hier unten eine lustige Falle. Die Frage ist bloß. Ach, wir müssen hier hoch, sehe ich gerade. Okay. Na, dann werden wir das doch mal tun. Ja, scheiße, Alter. Werf eine Granate! Ja, wirf doch. Hauptsache doof, die Leute, genau. Oh, hier piept was. Wo ist der? Ist der hier oben? Diese elenden Schweine, dass die immer auf mich drauf schießen. Ich hab dir doch gar nichts getan, oder? Oh. Sehr schön, hier ist auch was drin, was wir brauchen. Denke ich zumindest. Was haben wir? Repetiergewehrkomponente. Okay. So, warte mal, hier sind. Hier waren wir doch vorhin, gell? Ja, genau. Was heißt vorhin? Letzte Folge? Genau, sind wir ja schon hier gewesen. Genau, und jetzt müssen wir wieder da lang. Oh ne, das ist gut. Wie kommen wir denn da jetzt da rüber? Hier wird es nicht lang gehen, oder? Komm hier da oben. Na, geh doch mal, danke. Kommen wir denn jetzt irgendwie da rüber? Dahinter? Nope. Ah, hier geht's hoch. Eine Truhe ist hier noch. Ach nee, halt, nee, das war die Truhe. Hier ist ein Überlebensversteck. Okay. Hier, das soll doch hier irgendwo sein, oder bin ich jetzt blöd? Hey, der hat mir doch erzählt, dass der hier ist. Ach, hier hätte ich sie wegspringen können. Ach, hier. Hab doch gerade geguckt, da ging doch nichts. Sehr, sehr mysteriös. So, warte mal, wir müssen. Hey! Hab ich aber Schwein gehabt. Hierher sollen wir, okay, dann sollen wir hier irgendwas machen. Wenn ich den Kran umstürzen kann, müsste ich damit die Tür aufbrechen können. Das denkst du dir so, dass das geht? Warte mal. Nee, halt. Warte.
Kriegen wir den irgendwie runtergedrückt? Ja. So müsste das klappen. So müsste das klappen. So. Und dann müssen wir jetzt hier wieder uns einen runterkurbeln. Hat sie gleich die komplette Tür kaputt gemacht. Aber die hat's wirklich drauf, ey. Die macht alles kaputt. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Gitesh. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Betreten Sie das Tal. Wir müssen erstmal Zeug klauen. Wäre jetzt erstmal so mein Vorschlag. Okay, hoch. Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Falle. Unter anderem, ja. Geht's hier weiter? Tatsache. Sehr schön. Sehr schön. So, warte mal. Wir gucken erstmal hier unten, ob es hier unten was gibt. Hier gibt es bloß Munition, was keiner braucht. Teile, die wir brauchen. Und sonst ist hier nichts mehr. Dann gehen wir hoch. Hui!
Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt. Du hättest abhauen sollen. Sophia! Es reicht! Warte! Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophia, es ist vorsichtig. An Ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Sie ist eine Freundin. Auf mein Wort. Ihr wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Oh, unglaublich. Oh ja. Sophia, sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wenn wir nur mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Na dann zeig mal, was gibt's denn hier Feines drin, ne? MP-Komponente. 3 von 4. Du. Ich? Mal ein Funkgerät und bring den Generator zum Laufen. Wir müssen noch eine letzte Nachricht absetzen. Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein, aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Und so die anderen Siedlungen waren. Ich tue, was ich kann. Ihr zwei. Ihr müsst für mich das Tal überblicken. Geht zu den Kindern. Jacob und seine Leute sind zäh. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Und dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Okay, also hier fehlt noch Zeug. Ja, ich sag halt, gell, wir brauchen halt wirklich Leder, ne? Was könnte ich eigentlich machen? Hier, wie gesagt, mir fehlt wirklich Leder, um das zu verbessern alles. Ja, okay. Also wir müssen wirklich leider größere Tiere töten. Dass wir Leder bekommen. Eindringlinge gekämpft. Sie sind offenbar gut ausgerüstet. Ja, aber wir kennen das Tal. Wir nutzen die Ruinen und den Wald zu unserem Vorteil. Ich will, dass du recht hast. Das sind die Sowjets auch. Oh, wieder verdrückt. Dann bleiben wir unter den Bäumen. Na, hier werden wir doch bestimmt noch das eine oder andere finden, oder? Ich brauche mehr Holz für das Feuer. Das meiste Holz ist bei der Reparatur der Wachtürme. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, voller Erstaunen und Sehnsucht.
Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Tja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge geschlagen. Dankeschön. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Ich grüße Sie. Sie sind Jacobs Gast. Wenn Sie irgendwie helfen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie mit dem Amboss umgehen. Okay. Ich grüße Sie. Haben Sie Tauschwaren dabei? Irgendwas Brauchbares? Nein. Sollte ich denn? Oh, hier ist noch was Feines. So, was haben wir jetzt bekommen? Gar nichts, oder? Wir haben den Bewohnern der Talstadt gesagt, dass wir am Morgen angreifen. Dabei werden wir beim Mondaufgang hinter dem Karasch vorrücken. Die Gefangenen aus den Schlachten im Westen werden unseren Vormarsch wie ein Schild decken. Wenige haben den langen Marsch durch die Berge überlebt, aber die übrig gebliebenen werden uns gute Dienste leisten. Die Stadt liegt glitzernd vor uns. Wir werden sie im Sturm erobern und mit unserer Beute heimkehren. Gewehr freigeschaltet, okay. Das ist das nicht. Wo kennt ihr? Na. Grüße Sie. Tut mir leid, ich kann Ihnen gerade nicht helfen. Ich muss den Generator reparieren, damit wir die anderen Siedlungen wieder. Bevor wir hier fertig sind, gehen mir die Nägel aus. Hallo. Wir könnten Hilfe brauchen, falls Sie deshalb hier sind. Ja? Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Ja klar. Ich versuch's. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Okay, also Hirschfelle brauchen wir... versprochen, sie zu schützen. Was habe ich getan? Wir hätten damit rechnen müssen. Wir wussten es besser, verdammt. Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Reden. Ja, niemand hat Zeit für mich. Oh Mann. So, wir gucken mal, was wir jetzt für ein Gewehr freigeschalten haben. Hallo. Hi. Eine Maschinenpistole. Oh, und wir haben eine neue Fähigkeit. Da können wir doch gleich mal gucken. Also einen neuen Punkt. Das brauchen wir alles nicht. Dann machen wir gleich mal das noch mit. Beim nächsten Mal nehmen wir dann... das hier, genau, das hätten wir auch eigentlich jetzt nehmen können, aber naja, ist egal. Möchten Sie mit mir reden? Wie haben Sie hierher gefunden? Was bringt Sie hierher? Das geht dich gar nichts an. Wollt ihr mit mir reden? Niemand will hier mit mir reden, oh Mann, du. Naja, wir gehen erstmal in die Höhle. Ja, okay, ich hab's mir größer vorgestellt, die Höhle. Ich hab's mir wirklich größer vorgestellt. Warte mal, ja, da gerade noch was geleuchtet, ne? Oder bin ich doof? Ne, jetzt ist es weg. Ja doch. Irgendwie ist es da. Da!
Da hinten wurde mir so ein Dings angezeigt, so ein Monolith. Okay. Gerda? Ja, der. Ah, jetzt verstehe ich. Sie erzählt von etwas Verborgenem. Münzverstecke, okay. Huch, das war jetzt weit entfernt. Scheiße. So wird ein Schuh draus, oder? Hui. Wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass Sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. So, wir müssen Irsche. Jetzt müssen wir nach Hirschen gucken. So, warte mal, hier bauen wir irgendwas. Wir brauchen. Untersuchen Sie das Tal. Ja, wir brauchen einiges. Oh, sehr schön. Ach, ich wollte doch auch wegen der Waffe gucken, gell? Ah, das hab ich vergessen. Ist mir gerade so eingefallen. Ich bin da eigentlich zurückgegangen wegen der Waffe. Ist das eine gute Idee, in die Höhle zu gehen? Stirbt er überhaupt? Was ist denn los mit ihm? Das waren zwei Giftpfeile, denen ich den in der Fresse geschossen habe, und er lebt immer noch. Und noch vier, fünf Pfeile so. Jetzt haben wir. Dreimal Leder bekommen, sehr schön. Wir haben einmal Bär erhalten.
Schön, wie viele Tiere hier rumrennen. Erschreckt mich doch nicht so. Was erschreckt mich das Ding denn so? Trinity wird bald hier sein. Ja, sehe ich das jetzt gerade in, was ich hier machen muss? Hirsche und irgendwie Hirsche. So, den Bär haben wir kaputt gemacht. Wo ist es denn ernst, dass da noch wie so ein Jaguar rumrennt? Oder ein Luchs oder was das ist? Ist das denn hier ernst? Ja, hier steht einer. Aber hat er hier nicht gerade irgendwas sowas wie gefaucht? Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Ja. Sie da. Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Wird sich nur zeigen. Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Ja, na klar. Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind. Danke für die Meldung. Exotisches Tier in der Nähe. Lul. Was hat er gesagt, Gelli? Klang das ja, als ob hier irgendwo mal was wie gefaucht hat oder so. Naja, da ist das ein Luchs gewesen. War doch, glaube ich, ein Luchs, oder? Na, raus dich in den Schuh, oder was? Das sieht doch so toll aus, oder? Oh, Wildschweine gibt's ja auch noch. Schweine des Wildes, okay. Ja, ich würde jetzt auch meinen, wir machen hier an dieser Stelle erstmal Feierabend. Wir machen dann hier nächste Folge auch hier weiter. Und ja, wir machen hier noch die paar Missionen, die wir hier dann machen müssen. Wir haben ja hier noch, genau hier oben müssen wir ja noch die Hirsche. Und noch irgendwelches Holz oder so sammeln. Und ich würde meinen, das machen wir dann alles nächste Folge. So, was war hier unten? Was war das denn? Krypta-Eingang. Okay, hier haben wir noch eine Truhe. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir. Ja, aber schon mein, wie gesagt, wir beenden das jetzt hier und sehen uns dann nächste Folge wieder. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Ciao, ciao.